Oh. Jo, ist schon wieder Montag? Was steht denn heute eigentlich so an hier? Oh nee. Ja, auf, Leute. Ist schon wieder Montag, nicht wahr? Zeigt dafür, mal wieder ein saftiges FNAF-Game rauszuhauen. Aber keine Angst, Leute, ich höre ja auf die Stimmen aus der Community. Hallo? Sind da die Stimmen aus der Community? Hallo? Hallo, ich höre sie nicht. Ja, wie auch immer, wir haben in letzter Zeit schon ein bisschen viel Five Nights at Freddy's gespielt, ne? Keine Sorge, Abhilfe ist unterwegs. Ab sofort kommen einfach gar keine Videos mehr. War nur ein Witz. Und konzentrieren uns mal wieder auf schmackhaften, süffig im Abgang, leckeren Indie-Horror. Boah, ich weiß nicht, wo ich mit dem Satz hin wollte. Holy shit. Ne, ich nutze einfach mal dieses erste Video am Montag diese Woche als kleine Information. Weil ab sofort haben wir auch zwei feste Streaming-Termine. In der Woche. Ah, wir streamen ja samstags um 14 Uhr, das ist fest. Jede Woche Samstag kommt ein Stream. Aber außerdem streamen wir ab sofort auch Donnerstagabend, 18 Uhr. Donnerstagabend, 18 Uhr, immer Dead by Daylight. Ja? Kommt vorbei, schreibt's euch auf. Donnerstagabend, 18 Uhr. Och nee. Aber keine Sorge, die Informationen enden hier noch nicht. Ich hoffe, ihr habt den neuen Merch schon gesehen. Ansonsten ist... Nee, falsche Seite. Ansonsten ist er hier irgendwo eingeblendet. Neuer Merch, Leute. Neue Designs sind im Store. Link ist in der Beschreibung. Ihr wisst es und ihr könnt. Pass auf. Ha! Beste Neuigkeit der ganzen Woche. Und zwar könnt ihr noch bis zum 13.02. Ja, also jetzt noch 6 Tage lang. 15% auf den gesamten Store sparen mit dem Code Release. Ich habe noch mehr Infos. Ach du Scheiße, was ist das für ein Video? Halt dein Maul. Außerdem machen wir auch am Sonntag einen außerplanmäßigen Stream. Sonntagabend um 18 Uhr. Ja, ich weiß, der Hype hat ganz Deutschland befallen und einige werden mir jetzt in den Kommentaren unterstellen, du machst das nur wegen dem Hype, Julfa. Bist du eigentlich dumm? Weil du dumm bist. Weil du einfach ein bisschen dumm bist. Oh. Aber Sonntagabend, 18 Uhr, packen wir mal ein paar Pokémon-Karten aus. Oh mein Gott! Ah! Ja, ich habe Pokémon-Karten schon gesammelt, da war ich 5. Im Jahre 2000, da habe ich meine erste Pokémon-Karte bekommen. Es war eine Raupi. Und jetzt habe ich endlich einen Grund, um mir für YouTube-Videos Pokémon-Karten zu kaufen. Ja, am Sonntag packen wir das Display hier aus. Danach, die Woche irgendwann, packen wir noch das Farbenschock-Display aus. Ja, wir machen also am Sonntag einen Pokémon-Stream und danach, die Woche irgendwann, noch einen Pokémon-Stream. Und wenn das schmeckt, Leute... Dann machen wir noch mehr Pokémon-Streams. Und damit nun noch endlich ein herzliches Willkommen zum richtigen Part des heutigen Videos. Wir spielen weiter in FNAF A Golden Past. Ich bin gespannt, was hier noch so passiert. Ich meine, Fredbear ist mittlerweile aktiviert. Das heißt, wir haben eigentlich keine Animatronic mehr, die zutage treten sollte. Oder? Ja, das ist ein gutes Video. Oh, ah! Ansonsten lasst natürlich gerne wie immer einen Daumen nach oben da, wie auf jedes Video. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer sagen soll. Lasst einfach einen Daumen nach oben da. Es ist ein Klick, es kostet euch nichts. Genauso wie auf Abonnieren drücken. Niemanden kostet das was. Lasst einfach ein Abo und ein Like da. Es ist doch nicht so schwer. Aber wir sind drin, FNAF A Golden Past. Wir sind ja schon in Nacht 4, habe ich ganz vergessen. Ich dachte, wir sind noch in Nacht 3. Keine Ahnung. Geistige Verwirrung hat gekickt wahrscheinlich. Und ab dieser Nacht... Ist Fredbear aktiv, ne? Oder war der schon aktiv? Keine Ahnung, warte, wir müssen auf jeden Fall... Warte, das hier ist die Foxy-Cam. Naja, Foxy müssen wir checken und Foxy müssen wir zwischendurch flashen. Ansonsten ist es ja eigentlich relativ einfach, ne? Wenn Spring Bonnie da ist, müssen wir irgendwann den Alarm oben bei der Hauptbühne auslösen. Wenn Fredbear hier ist, müssen wir den anderen Alarm auslösen. Wenn das Endoskelett da ist, dann machen wir es ein bisschen heiß im Schacht. Dann hat das Endoskelett nämlich auch keinen Bock mehr, da drin zu sitzen. Also eigentlich alles... Alter! Foxy ist ultra... Okay, Foxy müssen wir echt auch flashen, ne? Auf Foxy müssen wir aufpassen. Manche von euch hatten es mir beim letzten Part auch in die Kommentare geschrieben. Yo, Tülfer, du Otto! Hä? Du Pimmelberger! Du musst besser aufpassen, weil Foxy ist wirklich ultra aggressive und es ist true, Leute. Foxy geht richtig ab. Also Foxy drückt richtig auf die Tube in der vierten Nacht. Da müssen wir wirklich aufpassen.
Weil sobald Foxy zu... Oha. Sobald Foxy zu weit gelaufen ist, werden ja auch unsere Kameras deaktiviert. Und dann können wir nichts mehr machen. Dann werden wir Foxy nicht mehr los. Egal, was passiert. Ist dann vorbei, die Sache. Deswegen müssen wir wirklich, wie gesagt, gut auf Foxy aufpassen. Aber alle anderen Animatronics sind ja eigentlich ziemlich berechenbar. Und ziemlich leicht hops zu nehmen. Ich meine, die kommen einfach nur hier vorne hin. Und sobald die hier sind, müssen wir nur irgendwas in unserem Systempanel drücken. Also eigentlich relativ einfach. Kann man sich gut drauf vorbereiten. So, Spring Bonnie ist schon mal da. Wir haben 1 Uhr nachts. Und da... Oha! Oha! Ey! Okay. Mit so einem schnellen Angriff habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Wo ist Fredbear? Fredbear ist auf jeden Fall auch unterwegs. Holy shit, ey, da hat Spring Bonnie viel schneller angegriffen, als ich gedacht hatte. Ja, moin, Brudi. Let's go. Okay. Warte. Achso, nee. Ah, das ist die Foxy-Bühne. Gott. Hä, ich bin so lost manchmal, Leute. Ich weiß auch gar nicht, welcher Wochentag ist. Ich nehme das Video gerade für euch an einem Sonntag auf. Geschichten aus dem Paulanergarten. Aber wie gesagt, Leute, ich bin komplett lost aktuell. Meine Freundin arbeitet 6 Tage die Woche und hat dann immer ihr Wochenende. Ne? Das heißt, ihr Wochenende schiebt sich immer um einen Tag. Und dann hat sie, ganz wild. Ich sitze sowieso nur zu Hause, mache YouTube-Videos und Lockdown kickt. Das Einzige, was mich ein bisschen immer im Rhythmus drin gehalten hat, ist, dass wir immer nur samstags 14 Uhr gestreamt haben. Dann wusste ich immer, aha, es ist Samstag. Jetzt weiß ich gar nichts mehr, weil wir streamen mittlerweile 3-mal die Woche oder so. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich weiß nicht, welcher Tag es ist. Ich weiß nicht. Doch, es ist hell draußen, das heißt, es ist Tag. Bin ich lost? Nee, bin ich nicht. Geil. Geschichten aus dem Paulanergarten. Schreibt ihr mir wieder in die Kommentare. Tschulfer, du Eiermaler. Weiß nicht mal, welchen Wochentag wir haben. Das war die Erklärung. Ich bin einfach raus. Aber egal. Wir sind auf jeden Fall gerade in der 4. Nacht. Das ist Fakt. Und, Hey. Activate Heater. Warte. Raus da, Endoskelett. Raus da. Okay, Foxy ist alles klar. Okay. Aber es sieht gut aus, ne? Wir haben 3 Uhr nachts. Wir kommen gut voran eigentlich. Aber man hat schon viel zu tun in der 4. Nacht, ne? Also die gehen schon ganz schön hart am Stock, die Biester. Wollt's auf jeden Fall wissen. Fredbear war allerdings erst einmal da. Also alles halb so wild. Der hält sich scheinbar erstmal noch ein bisschen bedeckt. Der hat noch nicht so richtig Bock. Spring Bonnie war 2-mal da. Aber Foxy, ey. Foxy ist halt auf jeden Fall... Alter, und das Endoskelett. Die beiden sind auf jeden Fall unsere Hassgegner in dieser Nacht. Die haben ja richtig Bock. Oh, da ist Freddy. Fredbear, besser gesagt. Foxy müssen wir auch anleuchten. Okay, komm. Fredbear. Come on. Ich habe einen Alarmknopf und ich habe keine Angst, ihn zu benutzen. Ich frag mich echt, was in der 5. Nacht noch dazukommen soll. Ich meine, werden die Viecher einfach nur aggressiver oder was passiert? Oder... Hallo? Hey? Come on! Wieso macht der nichts? Fredbear, du musst angreifen. Ihr werdet für die ganze Nacht bezahlt. Ich will auch Stress die ganze Nacht. Das klang falsch. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Passiert gerade gar nichts mehr. Spring Bonnie macht nichts. Fredbear steht einfach nur hier. Und auch Foxy steht einfach nur auf seiner Bühne. Beziehungsweise da in der Ecke hat er nicht wirklich eine Bühne. Ja? Alle haben eine Bühne, nur Foxy hat so eine räudige Ecke, wo er stehen muss. Spring Bonnie taucht auch nicht auf. Aber gut, vielleicht können die beiden auch einfach nicht gleichzeitig auftauchen. Ja, hau bloß ab, Junge. Hau bloß ab. Foxy auch schon wieder on the road. Ja, let's go. Aber die Uhr müsste gleich umspringen. Wir haben schon eine Weile 5. Wir müssten gleich 6 Uhr haben. Let's go. 4. Nacht geschafft. Okay. Mal sehen. Ja, bejubelt mich. Mal sehen, was in der 5. Nacht so passiert. Ich meine, irgendwie müssen sie das Spiel jetzt in der 5. Runde ja schwerer machen. Irgendwas muss jetzt ja fieser sein. Aber was? Hä? Mit was wollen sie es schlimmer machen? Wir kriegen keinen Telefonanruf. Was ja schon mal darauf hindeutet, dass wir keine ultra krassen Sachen jetzt kriegen.
keine neue Animatronic oder so, ansonsten hätten wir garantiert jetzt irgendeinen Hinweisanruf oder so bekommen. Vermutlich haben wir echt dieselben 4 Animatronics, nur in krasser jetzt immer noch. Vermutlich. Was natürlich wild ist. Hä? Müssen wir auf jeden Fall, müssen wir echt schnell unterwegs sein jetzt, ne? Das könnte übel werden. Das könnte richtig, richtig übel werden. Vor allem Foxy. Aber Foxy macht gerade erstmal noch nichts. Okay. Aber das ist ja ganz gut. Keine neue Animatronic, keine neue Systematik, nichts. Keine neue Mechanik halt, die wir uns merken müssen. Wir müssen einfach nur denselben Shit nochmal machen. Wie in der 4. Nacht. Okay, Spring Bonnie ist hier. Wir haben auch schon 1 Uhr nachts. Foxy hat noch nichts gemacht. Das ist ein bisschen verdächtig. Keine Ahnung, warum Foxy noch nichts gemacht hat. Wir schicken mal Spring Bonnie zurück auf die Bühne. Come on, geh zurück. Jupp. Okay, Foxy steht auch immer einfach nur da. Keine Ahnung. Foxy einfach keinen Bock. Oh, Fredbear. Fredbear. Come on. Na komm, greif an. Du willst es doch. Dafür bist du hier. Kleiner. Aha. Alarm. Let's go. Geh weg. Nice. Easy. Okay. So, zack. Foxy macht immer noch nichts. Hä? Was? Okay, Endoskop. Was ist mit Foxy los? Foxy war in der 4. Nacht so aggressiv. Das Vieh ist als nur losgerannt in der 4. Nacht. Und jetzt macht's gar nichts. Steht immer noch auf seinem Fleck. Hä, ist das Vieh eingeschlafen? Wahrscheinlich hat irgendjemand ein paar Schlaftabletten in Foxys Kaffee gemacht. Okay, 2 Uhr nachts. Ich glaube, Fredbear oder so nähert sich dem Büro. Ich höre Schritte, die ziemlich nah sind. Ja, Fredbear. Foxy immer noch nichts gemacht, ne? Foxy immer noch kein einziges Mal angegriffen. Holy hell. Frag mich, warum. Keine Ahnung, was los ist mit dem Vieh. Gar keinen Bock mehr auf einmal. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es eine richtig wilde Nacht wird. Aha, jetzt. Schon darauf eingestellt, dass es eine richtig wilde Nacht wird. Und dann passiert einfach nichts mehr. Aber wenn es so weitergeht, schaffen wir die 5. Nacht auch easy. Dann sind wir hier durch. Dann sind wir fertig mit dem Haufen. Oh, warte. Okay, Foxy macht nichts. Dann sind wir fertig mit dem Haufen, dann ist gut. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche Zusatzoptionen kommen, wenn man das Spiel durch hat. So mäßig 6. Nacht oder Extra Night oder Custom Night oder so. Keine Ahnung, was das Spiel hier so bietet. Aber wir werden es gleich rausfinden. Die Viecher hier können mir nämlich gar nichts, ne? Spring Bonnie sitzt hier zwar wieder und tut so, als wäre Spring Bonnie gefährlich. Endoskelett auch im Schacht. Foxy haben wir angeblendet. Aha. Warte. Oh, shit. Oha. Habe ich mich fast verklickt, ey. Jesus. Ja, geh bloß weg. Foxy macht immer noch nichts. Okay. Alle abgewehrt. 3 Uhr nachts. Und es war easy. War jetzt nicht sonderlich anstrengend, ne? Da hatten wir schon krassere Hausnummern. Ja, ey, was guckst du eigentlich immer so hässlich hier rein? Hä? Bezahlt dich irgendjemand fürs Starren? Bei dir brennt's wohl. So aufdringlich. Einfach dreist sowas. Oder wie seht ihr das? Einfach dreist. Einfach dreist. Ja, ja. Da ist er wieder. Hä? Rückt einem wieder auf die Pelle, der Kollege. So, warte. Wir müssen jetzt hier ausmachen. Foxy? Okay, Foxy auch immer noch auf dem Spot. Ey, ist echt... Ey, ist echt voll easy. 5. Nacht. Was ist das? Kannst einfach durchmarschieren. Ich hätte auch gar nicht kommen müssen. Hä? Hätte Nachtschicht auch sausen lassen können, wenn nichts passiert. Okay, 4 Uhr nachts. Spring Bonnie ist im Büro. Was guckst du, hä? Was guckst du? Willst du Stress? Foxy hat sich auch bewegt? Na komm. Greif ruhig an. Ich weiß doch, was ich machen muss, um dich loszuwerden. So, Spring Bonnie verzieht sich auch mal wieder auf seine hübsche kleine Bühne. Hä? Da kannst du es dir gut gehen lassen. Da könnt ihr Spaß haben oder was auch immer, ne? Oh, unser Panel ist auch in der 5. Nacht noch gar nicht kaputt gegangen, ne? Läuft ja alles einwandfrei, ne? Die Technik spielt mit. Die Animatronics sind heute Nacht leicht und umgänglich. Ist ja easy entspannt. So, Fredbear ist wieder im Büro. Foxy hat so langsam auch... Also, Foxy fährt so langsam seine Aktivität auf jeden Fall hoch. Foxy war eben schon sogar schon einmal recht weit. Da habe ich es gerade so noch hingekriegt zu flashen. Also, das Vieh tut nur so. Hat am Anfang so getan, als würde sich zurückhalten. Um jetzt noch mehr aufzudrehen wahrscheinlich, der Kollege. So, aber wir haben 5 Uhr nachts, Leute. Wir müssen nur noch eine Stunde hier drin überleben. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal so weit durch. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn man Foxy zwischendurch schon anflasht. Also quasi bevor... Oha. Quasi bevor das Vieh sich bewegt hat. Dass man einfach quasi schon mal
präventiv einen Flash reinjagt. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich meine, war das in FNAF 2 so? In FNAF 2, ne? Muss man Foxy ja auch zwischendurch anflashen, damit Foxy nicht so schnell nach vorne läuft. Vielleicht ist sie genauso. Keine Ahnung, ob das was bringt. Fredbear kommt nochmal zu Besuch. Nochmal eine kleine Kaffeerunde am fünften Tag, am Ende. Zur Verabschiedung. Oh, geh mal weg. Und gleich müsste die Uhr Foxy nochmal zurückschicken. Die Uhr müsste gleich umspringen. Ey. Boom. Easy. Danke. Danke. Fünfte Nacht geschafft. First try. Ganz entspannt. Oh, was ist das? Oh, wir kriegen eine Sequenz. Toy Bonnie? Mit grünen Augen? To be continued. Fortsetzung folgt? Eine Cutscene von Bonnie mit grünen Augen und Fortsetzung folgt? Klingt ja fast schon interessant. Und wir kriegen, wer hätte es gedacht, ein Extras-Menü. Und wir haben einen Stern. Ja? Wir haben hier verschiedene Charaktere. Wir haben Fredbear, Spring Bonnie, Foxy, Endo 01. Ja, dann haben wir auch noch die verschiedenen Jumpscares, die wir hier reingeballert kriegen. Zack! Und wir haben auch noch so ein bisschen ein Behind-the-Scenes-Look, wie hier alles so, ne, zusammengebaut wurde und so. Und wir haben rein theoretisch auch ein Custom-Night-Menü, wo man sich nochmal eine richtig schöne, wilde Nacht-Version zusammenstückeln könnte. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's für FNAF A Golden Past. Wir haben das Spiel durchgemacht. Die Cutscene war interessant. Fragt mich, was es damit auf sich hat. Ich muss mal auschecken, was der Entwickler sonst noch so programmiert. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns natürlich im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Vergesst nicht die Livestreams. Am Donnerstagabend 18 Uhr ab sofort immer Dead by Daylight. Und Sonntagabend 18 Uhr Pokémon Case Opening, Leute. Ihr wisst es. Schaut gerne rein. Euer Türwer verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin.